So, weiter geht's. Auf dem Weg zum nächsten Drachen. Ich habe aber heute einen Frosch im Hals. Leck mich an der Bretter. Ja, einfach hier den Orkwall entlang. Ihr seht, hier ist schon ziemlich orkfreie Zone. Hier alles abgemurkst, was nicht nied- und nagelfest war. Wir bewegen uns jetzt hier rechts den Hügel hoch und ich habe mich ja eben gefragt, wie das ist mit dem Drachenblutzapfen und wo der Trainer dafür war und wie und was und wo. Und wie das Glück so mit sich spielen kann, treffe ich auf Feuerwehrarme. Nee, das meinte ich nicht, sondern ich werde da gleich ein paar Herrschaften treffen und einer davon ist genau eben dieser Trainer, der mir das beibringen kann. Aber erstmal kommt der Varan hier, oder? Ich glaube, es sind Varan, ne? Plural. Ach komm. Komm ran. Hack, hack. Und jetzt bist du dran. Bäm, Hallöchen. Ja, ja. Mann, ey. Übelsten. Angriff geschoben, das Vieh gerade. So. Ich mach. So. Dann nehmen wir die gerade noch ein wenig aus. Die Zungen von denen zu nehmen, brauche ich nicht. Ich habe nämlich schon zwei im Inventar. So gesehen brauche ich sie nicht mal so dringend. Man kann Feuerregen, die Rune Feuerregen damit herstellen, aber es gibt weitaus effizientere Alternativen zu dieser Rune. Punkt. Weitaus effizientere Alternativen zu dieser Rune. So, hätten wir das hier. Dann wollen wir mal zu den eben erwähnten Kameraden gehen. Ei, 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 wo sind sie denn? Da sind sie ja. Wer sitzt denn da? Gestad und Gorn. Machen wir hier erstmal so ein Speicherpunkt. Päuschen. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Mutig von dir hierher zu kommen. Hast dich verlaufen, was? Was machst du hier oben? Ich bin hier, um Geld zu machen. Hier in der Einöde? Ich bin Jäger. Ich scheiße hab mich auf die schwierigen Fälle spezialisiert. Feuerwarane, Minecrawler, Drachensnapper, alles, was sonst kein anderer jagen würde. Das bringt Geld. Hast du recht. Tolle Rüstung, die du da trägst. Ja, schwer zu kriegen. Die ist aus Minecrawler-Platten gemacht. Hat mir ein Typ namens Wolf angefertigt. War damals Gefangener hier in der Kolonie. Hab ihm ein paar Minecrawler-Platten besorgt und ein paar Tage später war das Ding fertig. Der Typ ist okay. Yo, kenne ich. Habe ich auch mal gemacht. Wo ist dieser Wolf jetzt? Wo ist dieser Wolf jetzt? Scherzkeks. Ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Damals war er einer der Söldner. Vermute das immer noch mit den... Ja, da liegst du ganz richtig. Was gibt es hier zu sehen? Eine Menge Feuerwarane, Orks, was weiß ich noch alles. Bin noch nicht weiter oben auf der Hochebene gewesen. Würde auch dir davon abraten, es zu versuchen. Hört sich nicht gut an, was da oben haust. Ja, glaube ich hier sofort. Aber... Kannst du auch Drachen ausnehmen? Sicher, warum nicht? Sicher. Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Warum nicht? Hab im Moment genug. Genug. Ja, dann. Ja, also der kann uns hier wirklich einiges an den exquisiteren Sachen beibringen. Und ich werde jetzt mal... Das Blut entnimmst du am besten an seiner Bauchseite. Such eine weiche Stelle und stich mit dem scharfen Messer zu. Alles klar. Wie schon letztes Mal erwähnt, ist es kein Problem, den Drachen einfach liegen zu lassen, weil der wird nicht... Ist das deine Truhe? Sagst du was, wenn ich da erst rangehe? Nö. Nehme ich jetzt mit. Komm. Wie schon eben erwähnt, die Drachen, die kann man einfach liegen lassen. Die verrotten entweder gar nicht oder erst dann, wenn ich ins nächste Kapitel komme. Also, ne, kannst immer wieder dahin zurück. Hier hast du dich also verkrochen. Du bist auch nicht klein zu kriegen, was? Hast du schon Beute gemacht? Ich warte noch. Ich habe den Eindruck, dass da oben in der alten Felsenruine was zu holen ist. Glaube ich auch. Nachts brennen dort Lichter.
und ich kann Schreie hören. Vielleicht ist es Lester, der in seine alte Felsruine zurückgekehrt ist. Kann nicht sein. Soviel ich weiß, wohnt Lester dort oben nicht mehr. Ja. Ein Drache? Höchstwahrscheinlich. Die Hochebene da oben wird bewacht wie die verdammte Schatzkammer des Königs. Leider ist das der einzige Weg zur Festung. Tja. Als ob die Drachen noch nicht schlimm genug wären. Sie haben anscheinend noch einige weitere Unholde im Schlepptau. Dann werden wir uns da wohl mal durchbumsen. Was für Unholde sollen das sein? Ich habe sie noch nicht richtig erkennen können. Aber sie sind aufrechtgehende Wesen mit schuppiger Haut. Sie streifen über die Felsen wie Snapper, die eine Beute gewittert haben. Ich kann sie hier unten schnüffeln und schnauben hören. Ich glaube, sie haben die ganze Ebene da oben in Beschlag genommen. Was ist mit den Orks? Ich beobachte sie schon eine ganze Weile. Die Barrikade, die sie da unten errichtet haben, soll irgendwas verbergen. Mhm. Ich vermute, es haben sich schon Massen von ihnen dahinter versammelt. Du meinst, noch mehr als ohnehin schon hier sind? Würde mich nicht wundern, wenn sie eines Abends ihre Palisaden abreißen, in Scharen über den Pass marschieren und das ganze Land überschwemmen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Ding. Wenn das passiert, muss ich zurück und Lee warnen. Er will ohnehin von der Insel verschwinden. Spätestens dann wird's Zeit, Mann. Ja, Mann. Kannst du mir helfen, in die Festung zu kommen? Ich weiß nicht so recht. Ich habe Angst, dass die Orks genau in dem Moment losschlagen, Mäuschen. Wenn ich gerade nicht hinsehe. Das ist Paranoia. Kann's nicht ändern. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich zu spät käme, verstehst du? Andererseits... Ja? Was soll's? Wozu bin ich hergekommen? Lass uns die Ebene stürmen und den Weg zur Festung freikämpfen. Ein bisschen Bewegung kann nicht schaden. Außerdem will ich mir die Biester da oben mal aus der Nähe ansehen. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Jo, alles klar. Gut, bevor ich das jetzt mache, jetzt nochmal aufgepumpt. Ein bisschen reinknallen. Ja, knallen wir jetzt nicht noch einen Trank rein. Das machen wir jetzt mit. Warum habe ich so wenig Mana-Pflanzen? Das ist ja schlimm. So. Nehmen wir den mal. Auch schon alles. Komm, das Ding ist uralt. Lass uns angreifen. Auf wie geht's. Wie in alten Zeiten, was? Aber ich sag dir was. Das wird meine Schlacht. Diesmal werde ich vorangehen. Gute Idee. Das letzte Mal, als wir das gemacht haben, musste ich gegen alle Snapper kämpfen, während du irgendwie doof dich in irgendwas verkeilt hast. Goblinbären. So. Wollen wir mal loslegen. Ja, treff meinen Freund. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Geh vor. So. Ja, Gorn. So. Der hat hier aber schon ein bisschen angekratzt hier. Sieht das hier aus? Nichts zu holen. Dann rein mit dem Mana. Ah, wird auch noch erwischt. Hack, hack, hack. Das ist ja ein Kinderspiel hier. Easy peasy. Du triff auch. So, dich da hinten holen wir auch noch ran. Gorn, hier geblieben. Gorn, hallo. Ah. Ach, dann halt nicht. Alles muss man hier alleine machen. So. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Ja, ich hab's begriffen. Speichern wir das mal gerade. War dann mein letzter. Da nehmen wir ihn hier. Und weiter geht's.
ganz schön zugespammt hier und das Wasser ist auch wieder richtig schön laut. Hack. Komm her! Komm, komm runter. Du bist so dämlich. Komm, Gorn. Gib's ihm. Ach, da wollte ich dir gerade zu Hilfe kommen. Ich bin ja schon ein bisschen asozial, aber du hast gesagt, es wäre dein Kampf. Also musst du die Suppe auch auslöffeln. So, was ist nun? War ja ein Kinderspiel. So, mein Freund. Ja. Den Rest musst du allein erledigen. Oh, Banane. Halt's ihn ordentlich ein. Ich werde zurück. Kein Problem. Klar. Ich sehe dich. Hoffentlich. Toll. Weil jetzt beginnt eigentlich der wirklich happige Teil des Ganzen hier. Na gut. Nützt ja nix. Hallo. Ich glaube, der frisst 5 Blitzschläge. Schauen wir mal. Komm, wir sehen an. Das interessiert ihn irgendwie nicht, die Bohne. So. Hätten wir das. Rupp. Ja, ich speichere jetzt mal alle 5 Meter. Glaube ich ganz sinnvoll. So, was haben wir denn jetzt? Noch nix. Da ist er ja. Noch so einer. Ja, komm. Hack. Und noch ein. Ja, wie jetzt? Ist halt noch ein. Ja, das war wieder klar. Aua. Aber die Viecher sind in ihrem Kampfverhalten ähnlich dämlich wie Orks. Das heißt, es ist eigentlich kein großes Problem. Da wollte ich nicht hin, hier wollte ich hin. Und ich schlucke die Mana-Tränke wie ein Blöder. So. Hallo. Was habe ich denn da bitte anvisiert? Na, hab hier. Nee, wie seht ihr doch mal hier unten an? Leck mich fett. Und jetzt wieder nix hier. Dezent übernommen. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hier bist du. So. Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Ja, das waren gerade etwas viel auf einem Haufen. Ich glaube, es wird dann auch nochmal Zeit für einen kleinen Golem oder so. Der nochmal ein kleines Stell-Dich-Ein hat. Ex-Mensch, nehme dich erst. Bang. So. 1, 2, 3, 4, 5. Weg bist du. Alles klar. Unsere Zeit ist mal wieder um. Dann sehen wir uns gleich. Und es wird weiter gemetzelt. Das verspreche ich euch.